Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Ruby Grim Eclipse zum Test von Blake dieses Mal. Wir können immer noch nicht nach oben und nach unten gucken. Wir können nach unten gucken, aber nicht nach oben. Und ich habe ein bisschen bis hierhin gespielt. Okay, erst einmal... Wenn Blake läuft, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht wieso. Irgendwas ist daran ein bisschen merkwürdig. Ich habe übrigens auch noch nicht aufgelevelt, weil ich denke, ich will mal was anderes versuchen. Außerdem, was mich hier grafisch stört, aber das werden die sicherlich noch beheben. Die springt und slidet da eigentlich nur. Sie bleibt da in ihrer Animation festhängen. Ist ein bisschen doof. Ach, aber hier können wir hoch. Schade. Wäre noch super, wenn wir auf den Stein könnten. Ich mag auf Steine zu springen. Wie ich ja schon letztens gesagt habe. Hier bei Blake sieht es aber... Ja, das Springen ist immer noch ein bisschen merkwürdig. Aber es ist... Es sieht irgendwie ein bisschen besser aus. Oder? Das kommt mir ein bisschen natürlicher vor. Jetzt habe ich sie natürlich auch ein bisschen ausprobiert beim Kampf. Und sie spielt sich genauso eigentlich wie Wise und Ruby. Das heißt, irgendwie wird es wahrscheinlich auch so sein. Und, aber es sieht auf jeden Fall schön aus. Und was ich herausgefunden habe, es gibt unsichtbare Wände an Treppen, die man überspringen kann. Naja. Es gibt tatsächlich ein paar Kombos. Nicht viele, aber ein paar. Und wenn man Shift drückt, kann man nach vorne. Wenn ja auch nicht viel, aber man kann nach vorne. Ja, da war... Nee, da war kein... Au, scheiße. Ah! So, oh, jetzt wechseln müssen. Kann sein. Ich weiß nicht. Vielleicht. Und vielleicht ist das Spiel wieder ein bisschen laut. Aber tatsächlich, ich habe gemerkt, wenn man springt und dann einen Gegner angreift, dann kann es sein, dass man den Gegner nach unten schlägt. Und ich merke gerade Schatteneffekte auch nicht. Ah, ist schön. Das bemerkt man auch nie bei Spielen. Schatteneffekte, das sind eine der wichtigsten Sachen und irgendwie werden die nie bemerkt. Muss man auch erstmal ein bisschen, ne? Haha, und das können wir ja mit dem Hua! Mit der Shift-Taste Hua! So, aber zuerst will ich meine Skills erstmal machen. Ich habe übrigens noch nicht. Oh, warte mal, wir können die. Doch, den hier können wir machen. Also, ich habe auch noch nicht 1, 2 und 3 die Special Moves ausprobiert. Ich wollte sie in der Aufnahme ausprobieren, deswegen. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht gucken wir mal hier. Was ist das? Okay, da muss man defeat enemies with the final attack during a combo to unlock this ability. Haben wir irgendeine Final Attack schon vorher? Ist das die Final Attack? Ich glaube, da müssen wir Level 10 haben für. Okay. Ich weiß nicht, ich denke mir, vielleicht wollen wir das hier nehmen. Wobei, ne, wir haben 3 Punkte. Dann würde ich einfach die hier vielleicht wieder aufrüsten, aufleveln. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Was viel zu laut ist! Das können wir auch machen. Ne, warte mal, das kostet 2. Das heißt, wir können das wohl nicht tun. Ansonsten dachte ich mir, vielleicht ein bisschen mehr Aura oder... Vielleicht ein bisschen mehr Special, aber dann wohl nicht. Dann wollen wir mal unser Bestes versuchen. Ich meine, Blake ist ein bisschen stärker. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich halt jetzt auch mit der gespielt habe und jetzt ein bisschen mehr weiß. So, haha, wir müssen nämlich zur Seite und jetzt können wir zu dem da und dann... Wow, 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 plan! Und dann jetzt können wir auch mal die 1 benutzen und die 1 macht nicht wirklich... Okay, wir müssen zur Seite. Ja, wir müssen die abbauen. Regeneriere ich mal und... Warum sind hier 2? Ich möchte nicht gegen 2 kämpfen. Ah, scheiße. Ah. Lass dich mal aufladen. Okay. Jetzt konnte ich nicht die 3 ausprobieren. Das ist doof. Aber... Oh, der ist aber fast tot. Na. Aha. Ausgewichen.
Kriegen wir noch eine Special-Leiste vielleicht? Kriegen wir vielleicht noch... Ich hätte da auch machen sollen. Man weiß nicht, wann die abblocken. Das ist ein bisschen doof. So, und jetzt... ausweichen. Und jetzt aber... Wir sind aber lange desorientiert, wenn die... Okay, die Aura legt sich sowieso schnell auf. Aber... die wird abgebrochen, sobald sie getroffen wird. Okay, ich vermute mal, wir können sie normal treffen, aber wir können sie nicht mit unseren Fernkampfwaffen treffen, oder? Zumindest kommt sie gerade zum... Ah, fuck. Da kommen wir. Haben wir trotzdem. Mensch. Meine Güte. Das war über... War schon schwer. Oh, fuck. Oh, nein, 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 nein. Nicht noch mehr. Kann ich auf den Stein? Oh, Stein, rette mich. Solange du nicht auf den Stein könntest, ist alles okay. Na, warum würde ich, wenn ich schon dabei bin, Thumbnail-Bild. Yes. Ich kann nicht noch weiter hochgucken. Warte, dann vielleicht, die sieht gerade so im Schweben aus, dann wieder. Ja, so sieht besser aus. Alles klar. Das will ich als Thumbnail nehmen. Gut, jetzt da das auch geklärt ist. Was mache ich mit euch? Oh, ich sehe, das Clown kostet zwei Special-Dinger. Zwei Special-Kästchen. Okay, dann würde ich mal sagen, wir warten, bis der angegriffen hat. Und dann greifen wir ihn jetzt so an. Ja, wir können ihn immer noch nicht. Das heißt, wir können ihn auch so manchmal nicht angreifen. Also, der ist auch so manchmal. Ah, der Special, alles klar. Versuchen wir es einfach mal mit. Bam! Au, scheiße. Au, fuck. Die sind voll stark, die Gegner, Mann. Warum müssen wir gegen zwei kämpfen? Das ist ein bisschen sehr extrem, finde ich. Im Singleplayer. Also gegen zweimal hintereinander, das ist hardcore. Gegen zweimal hintereinander zu kämpfen, das ist auch hardcore. Ich verstehe, was ich meine, ne? Nur die, die es gesehen haben, verstehen, was ich meine, ne? Also, aber Volume 2 erstmal. Volume. Ne? Ihr wisst, was ich meine, komm schon, ihr wisst doch. Ne? Ne? Okay, dann nicht. Ja, komm her, aber triff mich nicht bitte. So, wie ihm gesagt, die sind echt super lange disorientiert, wie ja eben schon gesagt wurde. Der ist ein bisschen benommen, wenn er sich gespinnt hat. Oh, fuck. Jetzt kriege ich hier gerade eine Nachricht, das ist ein bisschen doof. Ich dachte, ich kriege keine Nachrichten, wenn ich auch beschäftigt bin, aber okay. Das scheint wohl nicht so zu sein. Komm schon. Warum bist du so lange unbesiegbar? Komm schon. So, bam, und weg da. Und nochmal. Es wäre ein bisschen einfacher, wenn ich dann wenn ich ein bisschen Special hätte. Puh. Ich frag mich, warum das so laut ist, dieses Geräusch. Ich vermute, dass sich die Aura auflädt. Aber verdammt, das ist laut. Und das auch. Das war auch ein bisschen laut. So. Yay, wir haben Level 5 erreicht. Was macht das hier? You can survive more damage after... Okay. Will ich das haben? Was ist, wenn ich... Ich kann das hier nicht wieder wegmachen. Das heißt, ich müsste dann eigentlich einen von denen auswählen, wenn sie dann auswählbar wären. Und das hier kann ich auch nicht nehmen, weil das nämlich 2 Punkte kostet. Meine Specials sind mir schon wichtig, aber jetzt, da ich merke, dass es hier langsam ein bisschen harter auf Wärter geht, will ich ein bisschen mehr Schaden entstecken können. So, was ist hier? Nichts, okay. Dann schneide ich hier mal ganz kurz. Und wir sehen uns gleich. So. Da sind wir wieder. Und es geht weiter. Mit ein bisschen Lag leider immer noch. Ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme nicht. Vielleicht sieht man das doch. Will ich die Grafik deswegen runterschrauben? Ich denke nicht. Aber glaub mir, ich habe das ja eben, als ich nicht aufgenommen habe. Weil bis jetzt habe ich das nur spielen lassen, als ich nicht aufgenommen habe. Als ich aufgenommen habe. Deswegen weiß ich nicht, wie das ohne Lag war, mit der... Nee, ohne Aufnahme mit dem Lag war. Aber ohne Aufnehmen, keine Angst, ist lagfrei. Größtenteils, also man kriegt da locker 60 FPS durchgehend raus.
auch wenn man auf Ultra spielt. Das heißt, ihr müsst keine Angst haben, selbst wenn ihr ein bisschen schlechteren PC habt. Das sollte alles okay sein. Also lasst euch jetzt von meinem Gelabere hier nicht abschrecken, dass ich hier gerade ein bisschen Lag habe. Oder auch vom Video hier. Das liegt daran, dass mein PC einfach gerade nicht der beste ist. So. Was ist denn hier außer Kisten? Noch eine XP. Alles klar, da wurde ich wieder gestört, aber na gut, was soll's. Und die. Ah, it worked. And seemed to attract some drift. Happy hunting. Nein. Ich weiß zwar nicht, wie wir das geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Und das ist doch auch was. So, ich find's auch unglaublich, wie die da einfach aus dem Boden kommen. Jetzt. Also das so ein mega super cooles mega Detail wäre, wenn die das tatsächlich noch so einbauen würden, dass da wirklich noch solche Löcher sind, wo die drin rauskommen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Muss natürlich nicht sein, aber das wäre super Detail. Aber bevor die das machen, würde ich sagen, dass sie sich vielleicht erstmal auf die wesentlichen Sachen konzentrieren sollten. Oh, das dauert noch eine Weile, wie ich sehe. Und wir müssen noch mehr kämpfen. Okay, dann soll es so sein. Und der ist wieder in den Boden. Immer nervig, wenn die in den Boden gehen, wenn man die angreifen will. Aber seht ihr, was ich meine mit Blake ist ein bisschen stärker? Irgendwie kommt mir das so vor. Ich komme mir vor, als würde ich einmal halt diese Kombi machen, die ich greife bis zum Ende an und. Ach Gott, der ist Steam direkt da. Ich greife mit einer Kombi an und. Warum benutze ich einfach Steam? Oh oh. Ja, ich weiß warum. Weil ich sonst sterbe werde. So, jetzt aber. Und sie hat nicht richtig gezielt. Steam, bist du da immer noch oder was ist los mit dir? So, was ist der genau? Der war nett. Der war gut. Der war schön. Der sah auch gut aus, aber hat wahrscheinlich nicht viel gemacht. Okay. Also ja, die meisten kann man mit ein oder zwei Kombis zerschlagen. Aber was soll's. Jetzt frage ich mich gerade, wie war das nochmal in der Demo? Ah ja, stimmt, man hatte da Potions und eine normale Lebensleiste. Und ich weiß nicht, ob die auch als Schild geil. Da bin ich jetzt nicht sicher. Aber hier ist das auch und das ist auch okay. Und dafür ist halt eine Special-Leiste. Ist ja nicht schlimm, ist eine Entscheidung. Es ist eine Design-Entscheidung. Oh Gott. Ah, wir sind so viele langsam. Warum sind wir so viele? Okay, ich will die an alle an einen Ort locken und dann die 1 drücken. Oder auch nicht. Hab ich die 1 gedrückt? Wenn ich jetzt die 1 gedrückt habe und nichts passiert, dann bin ich jetzt ein bisschen traurig. So, bam. Hat irgendwie nichts gemacht. Well. Zeit für mich zu gehen. War nett mit euch, ich gehe. Nee, wir versuchen es. Wir wollen es ja versuchen. Verdammt nochmal, Steam. Ich hört mich nicht auf den Stimmen, oder vielleicht nicht mehr. Beenden für nicht beenden, sondern keine Ahnung, irgendwas das gibt es nicht. Oh, jetzt sehen wir wieder, wir haben einen starken. Vielleicht können wir das eben sehen, wenn ihr vielleicht auf 0,25-fache Geschwindigkeit geht, dann könnt ihr vielleicht sehen, wie das da eben war, dass ich hier in der Luft war und dann habe ich den auf den Boden geschlagen, anstatt den mit meiner Peitschen, Gun, was auch immer das sein soll, genau. Was auch immer ich grad, ja, wie ich auch immer den Rad das beenden wollte. Wie mache ich das mit euch? Wir sind bei Welle 5? Ne, 3. 5. 7, 4 Wellen. Ja, ich meine 3 natürlich. Wir sind bei Welle 3. Und ich weiß immer noch nicht, wie die Special-Leiste gefüllt wird. Ich würde vermuten, nach einer 10er-Kombo. Aber ich bin mir da nicht sicher. Oder halt, wenn die Leiste da gefüllt wird. Das kann auch sein. Ja, wir werden das wahrscheinlich 10 geben. Nee, 12. Wir müssen 12er-Kombo haben, um die Special-Leiste zu füllen. Das ist auch neu. Okay, wie will ich das mit... Ich will noch einmal die 1 drücken. Ich will noch mal die Dust-Clones machen. Einfach, um zu sehen, wie sie sind. Oh, das macht's also. Das ist, um sich zu, um sich da wegzulocken, damit die Gegner jemand anderen angreifen und man selber geschützt, was man im Prinzip auch mit der Shift-Taste klären kann.
aber wahrscheinlich geht er nicht. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Wolf ein cooler Angriff, aber jetzt sieht man die Specials der, der verschiedenen Charaktere, die unterscheiden sich in der Tat. Dafür ist dann halt die 2, so wie ich gesehen habe, halt dafür eine. Ich stürme nach vorne und gleich tatsächlich mehrere Gegner mit nur einem, weil ich bei Rubium weiß. Ich frage mich jetzt, wie die Specials bei Yang sein werden. Okay, sehr merkwürdig. Abrupt beendet. Und jetzt. Oh nein! Warum? Warum tust du mir das anspielen? Oh Gott, das war doch die! Also ich weiß ganz genau, was ich jetzt machen werde. Also, oder wie ich da jetzt vorgehen werde, genau. So, wir machen das. Und wir locken erstmal die Kleinen an. Wir locken die Kleinen an und dann kümmern wir uns um die dicken Dinger. Heute gibt's Schnitzel zum Mittagessen. Ich hab nicht Mittagessen. Dann gab es gar nicht mehr, Leute. Wäre aber lustig gewesen. So. So, ich warte immer, bis die Arme sich auffällt und dann drücke ich die. Hey! Und einer ist zumindest gestorben. Gut. Jetzt frage ich mich gerade, was wenn ich überhaupt noch so weit komme, welchen Skill will ich weiter leveln? Das war bei der Demo übrigens auch nicht so. Da war es einfach neues Level und. Also vielleicht ein neues Level, wenn du Glück hattest und so weit kommst. Dann hast du auch einen neuen Skill bekommen. So, ich habe ein bisschen Angst vor denen. Oder Respekt vor denen, das hätte ich gesagt. Auch wenn das Angst vielleicht auch ganz okay trifft. Okay, ich glaube einfach, sobald die wieder. Wenn man die nicht angreifen kann, dann einfach wieder weg. Abhauen. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich viel, was man machen kann. Also das muss man echt gut timen bei denen. Und man muss echt sehr viel hoffen, dass man da irgendwas hinbekommt. Was ist, wenn die in der Luft sind? Kann ich die in die Luft kriegen? Irgendwie? Vielleicht? Das war doof. Das war doof. Und das wird vielleicht auch so, dass ich ihn jetzt noch so angreife. Abbauen und... Jetzt aber! Und abhauen. Und nochmal, und abhauen, und nochmal, und abhauen, jetzt abhauen, nein, komm ab, hau ab, hau ab, Kamera. Okay, jetzt aber, komm her, ich krieg dich noch. Ich find die voll nervig gerade. Ich find's unglaublich, wie wenig man die angreift. Ach, endlich. Und wir haben es gerade noch so zu Level 6 geschafft. Und die Brücke ist ausgefahren. Das ist gut. Irgendwas anderes, was ich geändert habe? Nee. Was ist da hier? Blade-Beam becomes chargeable in... Oh! Oh! Okay, wir werden das nächste Mal machen, bei der nächsten Gelegenheit. Was jetzt ist, vielleicht? Oh, ein Artefakt. Yeah. Guck dir das mal an. Ein Artefakt. So. Das sieht doch voll danach aus, als würden hier gleich Gegner kommen. Okay. Aber, ich dachte gerade schon, das wären wieder die Schweinchen. Aber das sind sie nicht. So, dann wollen wir definitiv. Oh Gott, das sind so viele. Wieso sind das viele? So, jetzt aber. Und charten. Wir konnten nicht charten. Okay, dann halt nicht. Vielleicht ist das noch nicht implementiert worden. Wie soll man den charten? Einfach gedrückt halt? Wieso sind das so... Ach, weiger sind das viele. Okay. Wir können natürlich versuchen, einfach wie Maniac da reinzulaufen und hoffen, dass wir alle treffen. Ich glaube, wir haben auch keine andere Möglichkeit. Los geht's! Wir sind gleich tot. Die sind zu stark, wenn die alle auf einmal angreifen. Das tun die wahrscheinlich auch. Und ich hätte noch... Vielleicht können wir wieder ein bisschen voller werden. So. Okay, jetzt aber.
Ich weiß nicht, entweder macht es das normal oder ich krieg's irgendwie nicht aufgeladen. Vielleicht muss ich doch irgendwas anderes machen. Vielleicht gedrückt halten und. Nö, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das aufladen kann. Also. Weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Habe ich den Punkt eigentlich verteilt? Habe ich ihn schon verteilt? Dann werde ich das einfach das machen. Oder? Ich gehe einfach weg. Und was ich auch hier ein bisschen schade finde, ist, dass man... Oh, guck mal, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Hey Leute, wir haben es geschafft. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ich weiß, es ist ein Multiplayer-Spiel, aber wenn man alleine spielt, und ich fände es, glaube ich, besser, wenn die noch einen Modus machen würden, wo man wirklich nur alleine ist, weil... natürlich zählt das immer noch als Multiplayer, wenn man auf mit Freunden spielen geht und dann eine Lobby für Freunde macht und dann keine Freunde da sind, sondern man selber nur. Dass man das nicht vorsehen kann. Wenn man sehen kann, das Spiel läuft immer noch weiter. Deswegen bin ich auch gerade eben tatsächlich gestorben, als ich hier hinkommen wollte. Und naja, es ist ein Early Access, Leute, ne? Es ist ein Early Access. So, ist hier wirklich nichts? Oh. Okay. Das ist wohl nicht gewollt. Na, vielleicht wird das auch das Thumbnail-Bild. Okay, denn ich vermute mal, ich will ein bisschen... So, so ist doch gut. Denn ich denke, ich meine... Wobei, warte mal, sind wir ein bisschen hier, das sieht schöner aus, da ein bisschen mehr davon ins Bild. So, oh ja, das sieht gut aus, okay. Denn ich habe jetzt schon 22 Minuten auf meiner Uhr, 23 genau eigentlich jetzt. Und ich wollte eigentlich nicht so viel aufnehmen, ich wollte nicht zu viel zeigen. Ich will ja, dass ihr das auch, ich will euch unterschwellig sagen, dass ihr es kaufen sollt, weil das ein cooles Spiel ist, denke ich. Und weil es die dann wahrscheinlich, je nachdem, wie die so drauf sind, entweder noch mehr pushen werden, das weiterzumachen oder... Oder ich gehe damit das Risiko ein, dass die damit das nicht machen. Aber na gut, wer sieht das hier schon? Wenn es euch gefallen hat, ist wunderbar. Und mein Bildschirm ist gerade weg. Ach toll, das passiert immer wieder in letzter Zeit. Also hoffentlich passiert das nicht später nochmal. Will ich das jetzt noch reparieren? Ich glaube, ich muss das reparieren, weil ich... komm schon! Alles klar. Dann würde ich sagen, macht, was ihr wollt. Habt noch einen schönen Tag, Leute.